Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War's wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reiseübung. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern.
Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Augen offen halten. Lasst uns auf die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, die Gäste. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Augen auf, Eindringlinge! Sie brauchen dich. Öko braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschluckt. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Ohne dich sind sie tot. Die müssen noch irgendwo hier sein. Los jetzt!
ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ombrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen.